It's like a labyrinth, but I think it's there. And then you have to do this. That's tasty. Der Tokyota-Stadtteil Shinjuku hat nicht nur die passagierreichste Bahnstation der Welt, sondern auch ein berühmtes Ausgehviertel, Kabukicho. Meine Nacht in Shinjuku beginnt aber erstmal direkt neben dem Bahnhof am Nachmittag. Ich möchte mir eine typische Kettenkneipe ansehen, wie es sie überall in Japan gibt. In Kabukicho, Videospielern übrigens gut bekannt als Kamurocho in der Yakuza-Serie, möchte ich dann nächtliche Straßenluft schnuppern, kleine Izakayas und hochgelegene Bars besuchen. Aber erstmal den Wissens- und sonstigen Hunger stillen im Nihonkai Shoya. Nihonkai Shoya Shinjuku Nishiguchi-ten, Tenchou sasete itadai teorimasu, Igarashi Shuhei to moushimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Chain tenkai o shiteiru omise no hitotsu ninarimasu. 売上の規模、あと席数ですね、店舗の大きさ、お店の大きさが大きいところですので、それぞれ役割を分担して、それをしっかりチェックしながらやるというのを念頭に置いてやってます。席数が198席あります。実際今在籍している人数で50名ほど、正社員でやっている人間が今12名おりまして、正社員はほぼフルタイムでやってます。 その他パートアルバイトさん。Do you have something to say about the menu? 当店の場合は、調理長、まあ、シェフですね。調理長がおりますので、料理に関しては調理長が全て決めている状態です。今ですね、まあ、こちらにもあるんですけど、このメニューは、本社でですね、調理開発部というところがありまして、そちらで、まあ、決めているものなんですけど、年に3回変わってます。 全般的にいろんなものを取り扱っている、中でも一応お刺身が、お魚、海鮮系のお料理、特にお刺身が一番の売りです。I always wondered in Japan why you say すみません and there is someone here at your table. Mostly it takes like half a minute to get your beer. Why is the service so fast and mostly so good in Japan? What's the reason? お客様が従業員を呼ぶときにああいうふうな呼び鈴っていうのがあるんですよ。あれを押されると喜んでっていうふうに言って、お客様のところにお伺いに行くんですけど、呼ばれたら行くのではなくて、もう呼ばれる前に行く。こちらからお客様のことをしっかりこう見て。 で、あそこお代わり大丈夫かな、部屋寒くないかなとか、そういうことをしっかり気遣いできるような接客をするようには心がけています。Also, there is no tipping in Japan. なぜないというか、もうチップという概念がないですから、外国のお客様がたまにやっぱりチップ払いたいというふうにおっしゃるんですけど。 Thank you very much for serving me this enormous amount of food. What is this? これは何になりますか？こちらは板わさと言いまして、本来かまぼこをわさびで食べてみていただくものを板わさと言うんですけど、これわさびの代わりにわさび昆布というもの、これ結構辛いです。なのでそれと一緒に召し上がっていただくと、美味しく召し上がっていただけると思います。 僕は、それにお醤油をつけていただいてもいいとは思うんですけど、ちょっと味が濃くなりますので、そのまま召し上がっていただいた方がいいかと思います。お口に合いますか? What is this? こちらは九条ネギの厚焼き卵。中に九条ネギが入っております。 It's like an omelette, a little bit. Yeah. 京都の九条というところの九条ネギです。これは醤油がちょっとある程度かもしれないですね。これでこの染めおろしというんですけど、これをちょっと乗せていただいてこう食べると。Like this? White. And this? Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
美味しいです。ありがとうございます。So, the big plate. すごい大きなお皿になりますね。はい。I won't be able to finish it today. 今日中に食べたいです。It's so big. So how do I eat this? Is it... Am I supposed to take it in my hand? Or how do I eat it?でそのままも頭ごとこう醤油につけてこうかぶりつくっていう方もいらっしゃいますし、まあ、手でちゃんと身だけ取ってで箸で食べるという場合もあります。ちょっと今おしぼりがないので、まあ、テーブルナプキン使っていただいて。Can I do like this? こういう感じで大丈夫ですか？そうですね、はい。とっても甘みがあると思います。なので名前が甘エビというふうになっています。カツオは今秋が戻りガツオといって、今一番脂が乗って美味しいと言われている旬のものです。So this is a heavy piece. Is it okay if I simply take some drops and do like this? いや、お刺身はすべて醤油につけていただいてから召し上がっていただく。で、こういうスタイルで召し上がっていただくと、美味しく召し上がっていただけると思います。それが先ほど間違ったトゥナですね。マグロです。Ah, it's cut very interestingly.これは切れてるというか、油の乗っている層の部分ですね。まあ、筋が入っている部分、はい、なのでそういうふうにちょっとこう切られているような感じに見えるんですけど、この筋があるものはお腹の部分ですね。なので背の部分よりはお腹の部分の方が油が乗っている部分が多いです。美味しいです。ありがとうございます。This is the best so far. ありがとうございます。So thank you so much. It was very oishi. Oishi kakta desu. ありがとうございます。Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。Es wird früh dunkel in Tokio und so beginnt das Nachtleben bereits gegen 18 Uhr. Mit meiner Dolmetscherin Kemi gehe ich zuerst zur Omoide Yokucho, Erinnerungsgasse, von den Einheimischen aber Piss Alley genannt, Pinkelallee. Eigentlich sind es zwei Gassen mit mehreren Quergässchen dazwischen und mit Dutzenden von Izakayas, Bars und Yakitoris, winzigen Kneipen mit gebratenen Fleischspießen.Wer eine touristisch wenig erschlossene Gegend in Tokio sucht, ist hier allerdings fehl am Platze. Etwa die Hälfte der Besucher dürften asiatische oder westliche Ausländer sein. Die einzelnen Bars sind winzig klein, es gibt selten mal mehr als 16 Plätze und oft weniger. Und das beliebteste Essen, wenn es denn welches gibt, ist wie gesagt der Yakitori-Spieß. Warum? Weil man den einfach machen kann, also ein bisschen Fleischstückchen drauf, eine Soße drüber und auf einen kleinen Grill gelegt. Die kann man auch gut vorhalten, die Spieße im Kühlschrank. Und so kriegen die werten Besucher eine Grundlage für den Alkoholkonsum.So what is what? Can you explain? This is pork. Pork? Yeah, this is all same sauce. Yeah. Called tare. This is the liver. Yeah. Liver. Liver. And this is the chicken and the green onion. Okay. And this is the skin. Skin. Like, skin of the. Ah, you can have the skin. Okay. And then this might be, I don't know, the same thing. Maybe the tongue. Huh? Tongue. Tongue. Oh, I had tongue the day before yesterday. Okay. Mm. That's tasty.
No! You ruined everything! I thought the cow tongue was not exceptionally interesting. Not, no. It just tasted like meat. Not very good, not very bad. It was just normal. A little hard to bite, maybe. And it was quite expensive. Be careful there, sister. This way? Yes. Okay. It's like a labyrinth. So it's like a labyrinth, but I think it's there. Sumasan. Yep, Sumasan. So richtig toll war die Erfahrung jetzt nicht. Die Betreiber haben nicht mit uns geredet, das Essen war so lala. Darum gehen wir als nächstes ins nahegelegene Golden Guy Viertel mit hunderten von kleinen Bars und Restaurants. What about the flowers? This is the celebration of the 5th anniversary. And from the maybe the sponsor, the fan, or the customer. I think you see that in front of hostess clubs too. Hostess- und Hosto-Clubs gibt es viele in Kapukicho. Darin bekommt man von aufgebrezelten Damen oder Herren das Gefühl vermittelt, ein toller Hecht zu sein oder eine heiße Braut, solange man sündteure Getränke mit ihnen trinkt, an denen sie umsatzbeteiligt sind. Verdächtig häufig stehen aufwendige Blumengebinde vor den Eingängen. Vielleicht wird so ja nicht nur das Jubiläum des Clubs gefeiert, wie Kemi meinte, sondern auch der Geburtstag einer ertragsreichen Hostess. Sex gibt es in den Hostess-Clubs nicht oder maximal indirekt, wenn der japanische Kunde, Ausländer sind unerwünscht, über Wochen teure Geschenke macht und sich so die Gunst seiner Lieblingsdame kaufen kann. Und hier die absolute Steigerung. Rechts ein echter Blumenladen, Odauri, und links ein Hosto-Club namens Hana, Blume. Filmen lassen wollte uns leider kein Hostess-Club. Es ist immer noch früh am Abend und wir durchstreifen Golden Guy auf der Suche nach einer schönen Izakaya. Hier in der Nähe deute ich auf ein Schild, Kemi übersetzt, Dansan, und wir gehen hoch in den zweiten Stock. Das Innere ist reich geschmückt und an der Wand die typische Speisekarte einer Izakaya, nämlich einfachen Zetteln mit Kanji beschriftet, die werden dann abgenommen, wenn das Gericht aus ist. Hm? They bake it, but not boarded. This is very basic Japanese oden. How do you say? Prost. Prost. Oh, you have to be careful. Yeah. And then you have to do this. Hey! Yes. Put it down once and then. Yeah. And then you can drink. Shoaji.
通。普通と。名前はニックネームでベベって言います。あベベ。ベベさん。本名ちゃんとあるんだけど。で、この店はこのエリアで本当は2年なの、42年やって、2年はまた返しって形でアブさんってやってて、あとはダンさんって名前で20年なの。いや、実は1階の方がね、やっぱりお客さん来るんじゃないかなと思ってたのよ、見えるしね。でも2階も外国の人はなんか2階珍しいそうで、上がってもいらっしゃるし、この界隈はね280軒あってバーが多いので、こうやってフードがあるところっていうのはね、もうそんなにないの、2、3軒かそんな感じだと思うんです。いやうちもねバーだったんですよ、長いことやってるからね。でもうちのハズバンドがフードをなんかどんどん作り出して、こういうインテリアはうちのがごちゃごちゃするのが好きで、ラグビーやってたもんで、ラグビースポーツね。それで、ね、まあサントリーってジャパントップリーグってのがあるんだけど、ラグビーその人たちが来るもんだからジャージくれたり、これもこの間の2015年の時のラグビー の出た人ね、南アフリカで奇跡のね やったじゃない、奇跡のもう試合で、でもう勝利したもんだから狂気乱舞しててさ見てて、でその人が来てこれ持ってきてくれたあげるとか言って自分が着てたやつね、それはもう嬉しかったね。We have been in business for 42 years. What's the secret? 実はねうちのはほらやっぱりラグビーの草ラグビーやってたのもあるし、仲間の集うところが欲しかったのね。で、一時はね、もうほとんど常連、もう毎日のように来てたの、常連がね。今はその人たちがもうリタイアしてもう定年になってね、流行とかそんな感じになってるので、割ともうやっててよかった。以前、いや一時ね、もうそういう感じでお客さんも来なくなっちゃったしさ、ちょっとやばいなと思ってた時期もあったんですけどね。いやだからうちのはね、もうラグビーもやってたけど、まあスポーツは好きだけど、芝居もやってて、もうでもそういう send him in the kitchen。でも今あれですね、キッチンの方に旦那さんが来てる。How many days in the week do you work and how many hours per day do you work? 休みはね、日曜祭日だけなの。それと盆と正月5日ずつぐらい。うちはこの界隈だよね、早いぐらい、7時からだいたい終電車ぐらいまでの、ね、感じなんだけど、終電車って、でも金土はね2時とかなっちゃいます、2時3時とか。でもそれから片付けもんするから結構かかっちゃう、それから1時間ぐらい。Shidoroi Bashi habe ich gerade gelernt als neues Wort. Vogelgang, wenn man besoffen ist, aber der nette Herr neben mir möchte sich leider nicht filmen lassen, obwohl er seit 30 Jahren hierher kommt, also zu dieser Isakaya-Familie. Tja, wollte sich aber nicht filmen lassen. Trotzdem, schönes Klo, oder? Nur eine Bahnstation entfernt von Shinjuku liegt Shibuya und dorthin machen wir einen Abstecher. Genauer gesagt in die Nähe der Shibuya Crossing, wo das Cerulean Tower Tokyo Hotel liegt, und die haben just ihre Bar renoviert und eröffnen sie heute neu, die Bello Visto Bar. Und der Ausblick ist wirklich schön, und zur Feier des Anlasses sind zwei berühmte Barkeeper eingeladen worden, und die Chance haben wir uns nicht entgehen lassen. Das hier übrigens ist der Designer, der die Bar neu entworfen hat. Thank you.
Im Vordergrund werkelt Shigeki Yoshida, Sommelier und Chefbarkeeper des Bello Visto, und hinten Steve Schneider, ein VIP-Barkeeper aus New York, der oft in Asien unterwegs ist. Sein Drink Ready Fire Aim findet sich auf den Cocktailkarten zahlreicher Bars. You got less. Do you want more? No. I'm fine. So this is a drink with tequila, pineapple, lime, pink peppercorn, honey, and a little bit of hot sauce. So it should have just a little bit of spice at the end. Mm-hmm. Too spicy. So it starts off very sweet, and then you get a little kick at the end. Yes, of course. A nice contrasting flavor with sweet would be spicy. Yeah. So how much time with all your bar openings do you actually spend mixing drinks? Three times a week at least. Okay. 6 months in Asia, 4 in New York, 2 in Panama. And then it's a full shift, like 6 hours or something? Yeah. Opening, closing, the whole deal. Yeah. 16 years. But will there be 16 more? Yeah, we'll see. ベースに緑茶を漬け込んだ。それをベースにフレッシュのメロンとグレープフルーツビター、それからエルダーフラワーリキュールで、マリアカナ味わいと後味にお茶の渋み感じられる日本の代表的なカクテルとして。 Jasmine, lychee, dragon fruit, and buttercream tea, that's the color. Okay. Looks interesting. It doesn't have any chemicals. No chemical. Just natural flavors. Wir sind zurück in Shinjuku. Es ist nach 22 Uhr und da geht's in Kabukicho erst so richtig los.
Warum nicht am späteren Abend ins Betting Center gehen und so tun, als wäre man ein Baseballstar? Das ist nämlich eine sehr beliebte Sportart in Japan. Und bei diesem Betting Center ist gleich noch eine Art Retro-Spielhalle inkludiert. Ein wirklich lustiger Ort irgendwo in Kabukicho. No, 100. I'm scared now. What will happen? Do I have to press the button? Yeah. No. This is the level. Try it. Touch it again. I'm getting better. Tokio endet das Nachtleben relativ früh, so zwischen 22 und 23 Uhr. In Kabukicho ist zwar mehr los, aber auch hier machen die meisten Etablissements vor Mitternacht zu. Denn dann fahren die letzten Züge und wer seinen Last Train verpasst, hat ziemlich Pech. Aber es ist erst kurz nach 11 und so steuere ich ein letztes Ziel an, jetzt allein, die Rooftop Bar des Grand Bell Hotels mitten in Kabukicho. Den Tag ausklingen lassen. Es hat schon was, mit dem Gin Tonic in der Hand auf Kabukicho hinunterzusehen. Aber irgendwie werde ich unruhig. Da war doch was mit der Uhrzeit. Es ist 11:45. Der Last Train. Wer in Tokio, das ja bekanntlich riesige Ausmaße hat und insgesamt über 30 Millionen Leute beherbergt, das ganze Umland eingeschlossen, wer also in Tokio seinen Last Train verpasst, dem bleiben im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Erstens, er nimmt sich ein teures Taxi. Zweitens, er sucht sich irgendeinen McDonald's, der doch auf hat nachts. Aber hier in der Station ist so ziemlich alles zu. Ich korrigiere mich, es ist alles zu. Doch ich überwinde meine Hilfe, ich bin hier verloren, Ängste und auch meine Orientierungsprobleme und finde bald die Taxischlangen an diesem Ausgang. Es gibt über 200 in der Shinjuku Station, aber das hier ist so einer der zentralen Taxiplätze und es würde nicht so schwer sein. Taxi nehmen, dem Fahrer sagen, wo man hin möchte, die sprechen ja bestimmt alle Englisch. Akihabara Rem Hotel. Rem? Rem Hotel. Rem Hotel? Rem Hotel, ja. Akihabara.
Nein, die Taxifahrer in Tokio und vermutlich ganz Japan sprechen eher kein Englisch. Und so schadet es nicht, die Hoteladresse in Kanji dabei zu haben oder in meinem Fall in einem leicht zu findenden bekannten Hotel direkt neben der Akihabara Station zu nächtigen. Die Fahrt dauert auch gar nicht so lange, von Shinjuku aus zumindest nachts, und gegen 2:30 endet sie dann auch, meine Nacht in Shinjuku.